So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warframe. So, wir sind hier stehen geblieben. Das Teil da hinten haben wir auch schon installiert. Ich habe keine Ahnung, halt den Markt. Das nächste, was wir uns holen, ist, ich glaube, auf der Seite. Das da. Könnte sein. Aha, okay. Doch nicht. Vielleicht das da? Nein, auch nicht. Ah, da stehen die Quests, glaube ich. Genau, da oben steht Quests. Universum, Training und Missionen. Attentat, Gefangen nehmen, Täuschung, Verteidigen, Ausgrabung, Auslöschung, Bergung, mobile Verteidigung, Invasion, Abfangen und immer so weiter. Ist ja Wahnsinn, hörst. Was kann man da alles machen? Attentat, gehen wir mal da kurz rein. Aha. Markierte Ziele, die in hoher Priorität im ganzen System jagt und eliminieren sie die Feinde, den ergibt zur Exekution. Okay, gut, toll. Das bringt mir ja nichts. So, jetzt ist das schon wieder da. Moment. So, zack, zack. Aber da steht Quests. Vielleicht kommen da ja noch welche. So, Force Preis. Ich habe keine Ahnung. Schifferkommunikation wiederherstellen. Befreien der gefangenen Waffenhändler. Aha, da steht's eh. Befreiung der gefangenen Waffenhändler machen wir jetzt in diesem Part. Na gut, dann gehen wir mal hin und schauen wir mal. Das ist auch wieder auf der Erde und heißt Mariana. Okay, befreien der gefangenen... Ja, okay, gut, das ist es eh. So, wir machen das Ganze... Ja, wir machen das Ganze wieder auf Solo und geht schon. 3, 2, 1 und go. Also wie man sieht, auch ich wackel da ein bisschen umadum. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus, aber ich hoffe, es kommt mit der Zeit. Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Quests angezeigt werden. Vielleicht kommen da ja noch welche, ich weiß es nicht. Wenn man sich welche kaufen kann, so Hauptstory-mäßig, dann würde ich mir die auf jeden Fall kaufen. Aber so alleine zu spielen, so Online-Modus oder irgend sowas, na, das würde mich eher weniger interessieren. Ich bin eher mehr der Singleplayer-Spieler. So. Der Arms-Dealer ist named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Auf der anderen Seite. Okay. So, was ich jetzt noch dazu sagen will, ist, das ist nicht mein Account, das ist der Account von meiner Freundin. Sie hat gesagt, ich darf mir einen neuen Account machen, nämlich das Spiel. How many Grineer slaves died to build this place? Nämlich das Spiel lässt leider Gottes nur zu, dass man einen einzigen Charakter haben kann. Ja, warum das so ist, das weiß ich leider nicht. Wenn Sie es wisst, könnt ihr es mal gerne in die Comments schreiben. Darvo is out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. Das heißt, diese Mission mache ich noch mit... The Ascaris is working. Breaking through. I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Darf ich jetzt? Das heißt, wir werden jetzt noch diese Mission mit diesem Charakter hier spielen. Und dann werde ich rüber switchen zu meinen, der schon Level 8 ist, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, irgend sowas, Stufe 8 auf jeden Fall, irgend sowas. Und dann werden wir mit meinem Charakter das Ganze fortsetzen. Wie gesagt, man kann nur einen Charakter leider Gottes machen. Warum, ja, das verstehe ich selber nicht. Falls ihr euch einen neuen Charakter machen wollt, müsst ihr... eine E-Mail-Adresse angeben und mit der sich dann halt einloggen und papipapo, ja. Okay, die bauen da irgendwas zusammen, ich weiß ja nicht was. So, was haben wir da hinten? Gar nichts, das ist nicht verschlüsselt. Okay, gehen wir da weiter einfach. Schaut auf jeden Fall geil aus. Atmosphärisch ist das Spiel ja over the top, finde ich. Mir gefällt dieses Science-Fiction. Scheißdreck extremst. Ah, Entschuldigung, ich wollte eigentlich Viereck drücken. So, jetzt sind wir Stufe 2 oder Level 2.
wie das auch immer da gerechnet wird. Und die Maps sind ja auch ziemlich klein, muss man sagen. Ich werde noch ein bisschen was herzeigen, vielleicht nach der Hauptstory. Vielleicht kommt ja noch was dazu, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Useless bringt ja auch nichts mehr raus. Hat 6 Parts rausgebracht und das war's. Aber er hat auch gesagt im letzten Part, dass er halt schaut, ob es da noch irgendwo was Gescheites gibt. Ich habe ihm auch geschrieben, dass er mir sagen soll, wenn er was gefunden hat, soll er mir Bescheid sagen. Und seine Reaktion war drauf, ja, können wir das vielleicht zu zweit spielen? Und da habe ich gesagt, na, das weiß ich nicht, ob das dass das halt irgendwie zusammengeht mit PC und PlayStation zu zocken. Es ist zwar das gleiche Spiel, aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das geht. Aber ich würde gerne mit dir auf jeden Fall spielen. Können wir wieder mal ein Let's Play gemeinsam machen. Ein paar Parts. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt da. Mach das auf, wenn ich da drauf drücke. Jetzt hast du ja Pokémon Go rausgebracht, ja, ja. Du bist Level 9, ich bin Level, ich glaube fast 20. Wenn ich mich nicht irre. Finde ich aber geil, dass du das machst. So, schön brav. Meine Schüsse da austeilen, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Nein, da geht nichts, okay. So, was ist das jetzt? This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Okay. Na dann. Alarms have been reset. Alarm wurde zurückgesetzt. Ich habe überhaupt keinen ausgelöst, oder? Na, mir ist wurscht. Aha, okay. Warum? Ja, mir ist wurscht. So. Dieses Areal ist schwer befestigt. Durchsuche das Areal und gehe vorsichtig vor. Nichts wird vorsichtig vorgegangen. Ah, jetzt ist er weg. So. Vorsichtig vorgehen. Das ist ja nicht mein Spielstil. Was ist mit euch? So, da können wir durchgehen. Das ist schon mal nett. Zacki, zacki. Da können wir auch durchgehen. Vielleicht kann ich auch stealthen. Oh, ein bisschen rauf, nach links. So, der ist weg. Was ist das? Was ist diese rote Kugel da? Das schaut irgendwie aus wie flüssiges Magma. Okay, Magma ist flüssig. So, da müssen wir rauf. Müssen wir noch weiter rauf? Da ist zu, okay. Was ist jetzt? You've been spotted. Get ready for a fight. Aha, okay. Ach so, der hat Alarm geschlagen. Na dann. Dann kommt's mal her. Kommt's her. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ach so, das sind Minen. Die haben mich da verwundet. So, was ist da jetzt? Wo sind die Leute? Die sollen da herkommen. Was ist das für ein Spiel? Wo ist die scheiß KI? Da unten? Ah! Komm her! Lauf nicht weg! Ich rasch durch euch durch, Alter. Bis zum geht nicht mehr. Watz! Watz! Und nochmal. Hahaha! Kommt her da! Ja, geht da! Ja, kommst du her da! Na komm her! Na du brauchst nicht weglaufen da jetzt! Glaubst du, ich verschone dich oder was? Sonst noch mehr? Nein. Gut. Ah! Da ist noch irgendwo einer. Irgendwo ist noch einer. Ja, kommt's nur her. Doors are locked. Time to break in.
Was? Toren sind verschlossen? Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gesagt hat. Mir ist das wurscht. Ich bin hier, um zu töten. Jetzt hey, ihr komischen Viecher, Alter. Ah, das Rote ist Gesundheit. Jetzt weiß ich es. Jetzt ist unten aufgeleuchtet. So, jetzt müssen wir wieder den Alarm deaktivieren. Override successful. Let's get going. Muss ich jetzt nochmal den Scheiß-Alarm deaktivieren, oder? Nimm das mal da alles. Danke. Nur weil ich in die Scheiß-Tretmine da reingegangen bin, oder was? Naja. Kann ja passieren. So. Da waren wir. Und da müssen wir rein. Okay. Na, komm jetzt. Geht ja. Gottes Willen. Okay. So, was ist da? Ah, da ist schon einer. Der überlebt das! Ich muss unbedingt an Level steigen, aber das ist eh jetzt das Letzte. Mein Charakter ist ja schon auf 8 oder irgend sowas. Okay. Das war's. Mehr kommt nicht. 126 Credits, na Wahnsinn. Wir kommen langsam auf unsere 25.000, die wir da unbedingt brauchen für eine neue Waffe. Das ist alles zu, das finde ich auch sehr nett. Was haben wir da oben? Ah, da hätten wir auch stealthen können. Tuck. Na, Wahnsinn. Na gut, dann schauen wir mal. Die zwei grünen Tore können wir aufmachen. Na bitte, da haben wir ihn schon. So, da hast du eine Sekundärwaffe von mir. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there, alive. Haben wir da auch noch was drinnen? Ein Gegner! So herrlich! So, Mausibär, ich kann da die Sekundärwaffe wieder weggeben, wegnehmen. Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Da sind keine Gegner? Was ist das für ein Spiel? Na gut. Du kommst eh mit, gell? Egal, wo ich hingehe. Das sind komische Gegner, aber ja, das Spielprinzip gefällt mir trotzdem sehr gut. Kann man nichts sagen. Ah, Gegner. Level 1er. So, wieder deaktiviert. Und wieder aktiviert. Na, finde ich super. Ein bisschen was erhalten wir da schon. 79 Credits wieder. Jetzt haben wir sicherlich, ich weiß nicht, so 600 haben wir sicher schon eingesammelt. Schätze mal tief, schätze mal tief. Ob es wahr ist, ist natürlich etwas anderes. So, da muss ich durch. Okay. Das heißt, es ist irgendwie unter mir. Ja. Was sind das für komische Viecher? Ich stehe direkt vor ihm und er schießt auch nicht auf mich. Was passiert jetzt? Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? Ah, er hat mein Schild kaputt gemacht. Letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Ja, stealthen kann man da auch. So, wir müssen da aber noch geradewegs nach vorne. Gibt es da noch was? Ja, da vorne gibt es noch was. Da ist keiner oben, okay. Komm, krepier da, sehr gut. So, und da müssen wir durch. Ja, was auch immer er mit meinem Schild gemacht hat, es ist jetzt da nicht mehr blau, sondern es ist violett. Irgendwas hat er damit gemacht. Was aber genau interessiert uns nicht, wir sind schon am Schluss, sehe ich gerade. Da unten müssen wir hin. Der Wichser ist eh da. Na, der Wichser steht da hinten irgendwo. Warte, ich mach da nochmal die Tür auf. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Mir ist das wurscht, ich gehe jetzt auch ohne ihn. Tschüss, Papa.
Und fertig sind wir. So, da oben. Rang 3, Rang 3, Rang 3, Rang 3. Wahnsinn, super toll. Rückkehr in die Lobby in 8 Sekunden. Und Mod-Belohnungen haben wir auch gekriegt. Das wird jetzt wahrscheinlich erklärt werden, was wir damit machen können. Wir werden es dann gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. So, wir sind Rang 3, Rang 3, Rang 3. Okay. Und wir verlassen. I see the operator can enable the mod segment now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? Sonst noch was? Nein, okay. Genau, jetzt wird uns erklärt, wie wir Mods einsetzen oder auch nicht. Moment, irgendwas passiert da jetzt noch. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Genau, jetzt hat er es gesagt. Jetzt können wir Mods ausrüsten, indem wir das hier da installiert haben. Das heißt, es kommt noch 1, 2, 3. Bordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Drei Sachen sollten eigentlich noch kommen, die wir da rausholen müssen. Also das, das und das, damit es genauso schön leuchtet wie das. Nehme ich mal an. So, jetzt schauen wir mal auf die Mods. Wir gehen zuerst mal auf das da, wir gehen auf Verbessern. Genau, und da unten haben wir jetzt da ein Mod. Da müssen wir so automatisch hingehen. So, durch... Jo. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Install the mod before we can continue. So, darf ich jetzt wieder? Ich glaube schon. So, da haben wir Durchpunkt. Nein, Druckpunkt. Druckpunkt. Beschädigt. Na, Nahkampfschaden. 20%. Gut, den können wir natürlich reinhauen. Genau, so schaut es aus, als wäre es ausgewählt. So schaut es normal aus. Also, es muss dieses Zeichen da rundum sein. Dann ist es ausgewählt. So. Da reingeben kann ich es nicht, warum auch immer. Ich kann es nirgendwo anscheinend reinsetzen. Kapazität 3 von 3. Achso, das ist ein Vierer. Da oben steht 4. Okay. Das heißt, ich muss das Schwert wahrscheinlich auf Level 4 bringen. Nehme ich einmal stark an. Thanks for helping me out back there. I'm in your debt. And I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenade dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck! So, der Typ hat uns jetzt eine Blau... Vor's Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Hochinteressant. Darf ich jetzt wieder... So, der Typ hat uns jetzt gerade eine Blaubase gegeben, was ich da gelesen habe. Allerdings möchte ich das trotzdem nochmal herzeigen, wie das funktioniert mit der Blaubase. Vielleicht kann man es da machen. Das ist ein Zweier, ja. Das ist ein Zweier und Kapazität 3. Das heißt, das können wir eigentlich ausrüsten. Was kann das? Hornissenstich, beschädigt. 10% mehr Schaden. Okay, das heißt, das können wir da reingeben. Jetzt da oben steht 1 von 3. Also das heißt, einen Punkt hätte ich noch. Wenn ich noch so eine Mod hätte mit einem Punkt, auf gut Deutsch gesagt, kann ich ihn da noch reingeben. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit dem Bogen natürlich. Entschuldigung. Da haben wir auch Glück, nämlich das ist auch ein Zweier. Was heißt da? Einkerbung, okay. Auch Schaden, 10%. So. Aber das ist mehr fürs Gewehr nützlich anscheinend und nicht für den Bogen. Aber es macht trotzdem mehr Schaden. Da oben sehen wir es.
25,79 und jetzt auf 45,99, ne? Bringt sich schon was. So, und jetzt schauen wir auf unseren Tenno natürlich auch. Vielleicht haben wir da was. Na bitte, da haben wir ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Dreck. So, das heißt, wir haben 3 Punkte. Eins davon kann ich nehmen. So. Fähigkeitsdauer 3%, dann 20 Schildkapazität, das ist glaube ich nicht so schlecht, ich glaube das würde ich nehmen. Fähigkeitsreichweite. Na, ich nehme ja das. Okay. Na, du sollst runtergehen. So. Jetzt haben wir das Schild ein bisschen raufgehauen. Und ja, das war's jetzt mit dem einmal. Die sind eigentlich fertig. Mods können wir machen. Schauen wir noch nach, wie die nächste Mission heißt. Und zwar lokalisiere das Schmiedesegment. Okay, das machen wir als nächstes. Ich auf jeden Fall bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.